Angebot von dem Kaiser Augusto ausging, das alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, eine jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das sie sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Thank you.
hatten sonst keinen Raum in dir Herberge. Die ganze Welt erhält ihre Pracht und
sie erschaffen, muss in harten Krippen schlafen. Muss in harten Krippen schlafen. Großer Herr, o starke König, Heiland, oh, wie wenig achtest du der Erdenpracht, der Erdenpracht. Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, oh, wie wenig achtest du der Erdenpracht, liebster Heiland.
dich sehr. Dem Abraham verheißen, das lässt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.
zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Thank you.
waren, die lobten Gott und sprachen. Und singet, dass es uns heut so schön gelinget. Auf, denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen. Oh,
Und macht uns frei, meine Wahrheit.
Oh,
Miriam und Josef. Dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Thank you.
gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.
das Kind beschnitten würde. Da war sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, wie hätten er im Mutterleibe empfangen ward. Geschrieben, der hat des Todes Furcht vertrieben. Strenge, schreckens mein, du sagst, ihr seht.
Dank ich dir, wie liebster Tage.
Thank you.